Endlich Spargelzeit im Radio Bonn-Rhein-Siegland. Und für ein richtig gutes Spargelgericht kippt man zunächst mal einen Wein in den Koch. In den Koch, genau. Wir brauchen das wirklich gleich, und zwar für eine leckere Spargelsuppe, die wir euch machen wollen. Ich bin ja derjenige, der immer schon gesagt hat, ich möchte denjenigen ehren und heiligen, der die Spargelschälmaschine erfunden hat, weil ich nehme das tatsächlich dann einfach fertig in Bornheim vom Spargelbauer mit und lass mir einfach so ein bisschen Zeug mitgeben. Ah, das ist okay. Ja, ernsthaft? Das ist okay. Ernsthaft? Also, wenn du es dir mitgeben lässt, okay, aber die wertvolle Schale, ja, einfach beim Bauern liegen lassen. Ja, gut, das akzeptiere ich nicht. Nee, das ist doch. Weil diese Spargelschalen, das wisst ihr natürlich, braucht man, um einen leckeren Spargelsud herzustellen. Du hast das hier schon ein bisschen aufgesetzt, ne? Das heißt, der muss ja natürlich auch ein bisschen kochen. Ne? Du musst den schon ein paar Minuten dann im Topf lassen, oder? Ich mache das immer so, ich nehme mir die Spargelschalen, ja, gebe die in einen Topf rein und gebe wirklich nur dazu Wasser, Zucker, Salz. Dann könnt ihr ein bisschen Zitrone mit reingeben. Ich mache das später aber einfach an die Suppe oder wofür ihr auch immer euren Spargelfond braucht. Ich koche das einmal auf und lasse das 30 Minuten ziehen. Das haben wir jetzt hiermit schon gemacht. Das heißt, der Sud ist im Grunde fertig. So, und jetzt gehe ich nur her, passiere das Ganze einmal hier durch. Ja, sehen wir? Und jetzt sehen wir schon. Ist schnell passiert. So, guck mal. Und dann drehen wir das hier einmal auf volles Programm an. Und wir haben ja gesagt, wir machen eine Spargelsuppe. Und das gibt es für mich wirklich. Bei jedem Spargelgericht koche ich den Fond. Und eigentlich gibt es immer in der Vorspeise eine Spargelsuppe. Ja. Du brauchst das wirklich, ja. Ja, ich brauch's jetzt einfach. Also, wir haben Spargelfond. Wir geben dazu ein bisschen Sahne. Ein Schlückchen Sahne. So, guck mal. Dann geben wir mit dazu ein bisschen Zitronenabrieb. Und vor allem das Schöne ist, damit wir können noch Saft nehmen. Nehmen wir ruhig ein bisschen Saft rein. Hau den Saft rein. So, guck mal, gehen wir ein Stückchen Saft mit dazu. Und jetzt kommst du. Und ich habe hier schon ein klein bisschen Stärke in die Schüssel gemacht. Und weil du immer gesagt hast, Wasser, keine Farbe, kein Geschmack, nehmen wir an der Stelle Wein. Und geben ein klein bisschen Wein dazu. Du sagst, meinst du, reicht das schon? Oder soll ich noch ein bisschen mehr geben? Ein bisschen noch. Ich sag mal, viel hilft viel, ne? So ist gut. So, und jetzt verrührst du das. So. Wichtig ist ja immer, wenn ihr die Stärke verwendet, um eine Suppe oder auch eine Soße abzubinden, ja, müsst ihr unbedingt eine kalte Flüssigkeit nehmen, um die anzurühren. Warte, ich probiere nochmal, ob das wirklich stimmt. Ob der wirklich kalt ist. So. Die können wir da gut für nehmen. Können wir? Ja, ja. Das ist okay? Die können wir sehr so gut für nehmen. Dann hast du einmal einen Blick auf den Spargelfond mit der Sahne. Du kannst den schon einmal probieren. Genau. Und dann gebe ich dir schon mal Salz, dann darfst du nämlich noch ein bisschen salzen. Und ich schneide immer so ein bisschen Spargel klein. Oh, das ist jetzt schon sehr, sehr gut. Ist schon lecker? Ist jetzt schon sehr, sehr lecker. So, ich schneide mir immer ein bisschen Spargel klein, den ich später in die Suppe mit reingebe. Ja. Soll ich den jetzt schon mal hier schon angewendet? Wichtig ist, und genau da müsst ihr drauf achten. Man gibt die Stärke erst dazu, wenn das Ganze kocht. Weil wenn du jetzt in das nicht kochende, in den nicht kochende Flüssigkeit die Stärke dazu gibst, dann kann es sein, dass du zu viel dazu gibst und wir später... Herr Lehrer! Und wir später... Kocht! Und zwar richtig! Herr los! Herr los! Komm schon! Also hier, los geht's! Dann los, komm! Warte mal! So, und dann geht man wirklich her, lasst es einmal aufkochen, weil ihr dann seht, braucht ihr noch was oder nicht. Und ich lasse das immer so über einen Löffel laufen. Guck mal. So, reicht. Mehr machen wir nicht. Ich will... Nee, das kannst du nicht trinken. Mach es nicht. Spaß. So, guck mal, jetzt haben wir hier noch dir zugetraut. Jetzt gebe ich den Spargel mit dazu. Und ich bin ich liebe Spargel. Ne? Also ich bin verrückt nach Spargel, kann man sagen. Und mir ist es total wichtig, diesen Spargel, den wir jetzt klein geschnitten dazugegeben haben, das reicht, wenn wir das einmal aufkochen. Okay. Wir haben Zähne zum Beißen, deshalb kocht den nicht so matschig. Al dente. Al dente. Ja. Ich finde auch geil Spargelspitze. Du weißt, ich bin ein Köpfchentyp. Ich bin ein Köpfchentyp. Ich mag da auch gerne Spargelköpfchen drin. Ne? Komm, pass auf, wir probieren das jetzt schon. Du hast gesagt al dente, also von daher... Ja, komm. Also eine Minute hätte es schon ja, könnt ihr gedurft. Ein bisschen länger. Ihr dürft. Wir probieren für euch jetzt einfach mal und dann... Oder? Das riecht schon so gut. Ey. Spargel ist die beste Zeit. Beste Zeit im Jahr. Ernsthaft? Das ist wirklich die besten 2 Monate. 2,5. Ah, lecker, oder? Komm, hier ist ein Köpfchen für dich. Guck mal. Weil ich dich so mag. Gib rein. Weil ich dich so mag. So, auf euch, ihr weißen, schlauen Köpfchen. Guten Appetit.